Der, den sie einen Telkine nennen, ist hier durchgekommen. Als er kam, flohen wir alle, denn wir waren Feiglinge. Aber unser Oberpriester Nebkemi stellte sich vor den Schreckenszauberer. Mit hoch erhobenem Stab und ausgestreckten Armen bekämpfte er ihn. Jedoch wendete der Telkine den Zauber gegen Nebkemi. Unser mutiger Oberpriester wurde verändert, völlig umgeformt. Er ist nun einer von ihnen. Hast du schon das Neueste gehört? Ein schreckliches Monster war hier. Sie nennen es den Meister der Bestien. Kreaturen des Sandes folgen ihm wie loyale Hunde. Ach, die Toten. In diesen Zeiten gibt es so viele Tote. Als Ägypten noch unbehelligt war, wurden alle mit dem Buch der Toten beerdigt. In diesem Buch stehen viele Zauber und andere Dinge, die man wissen muss, um sicher durch das Königreich der Toten zu gelangen. Nachdem sie an den Dämonen und Monstern vorbeigekommen sind, erreichen sie die Hallen der Toten. Dort wiegt Osiris ihr Herz auf der Waage der Gerechtigkeit. Auf der einen Seite das Herz, auf der anderen die Feder der Wahrheit. Wenn sie im Leben tückisch waren, dann ist das Herz schwer und sie werden zu dem Monster Amut, dem Seelenfresser, geworfen. Aber wenn das Herz leicht ist, dann sind sie frei, bekommen eine zweite Chance im Land der Toten. Alle fragen, woher die Monster kommen. Das ist doch klar wie der Tag. Sie wurden von den Feinden der Götter geschickt. Sei gegrüßt, Krieger. Wie bist du lebend hierher gekommen? Die Monster haben jeden auf den Straßen getötet. Ich habe eine große Gruppe Monster gesehen, die von einem schrecklichen Zauberer angeführt wurde, der nach dunkler Macht roch. Das muss der Telkine gewesen sein. Es war ein schreckenerregender Anblick. Sie gingen einfach durch den Tempel und durch das Tor, bis hin zum Tal der Könige. Meine Waffen und Rüstungen sind einfach die besten. Schau selbst, du wirst keine besseren finden. Vielen Dank. Kann ich helfen?
Auf Wiedersehen. Yeah.
Ugh.